Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr ein Cabrio-Verdeck versiegeln könnt, ohne den Lack abzukleben. Wie ihr normalerweise ein Cabrio-Verdeck versiegelt, wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr unser Video angesehen habt. Ansonsten guckt nochmal hier oben rechts, da zeigen wir die normale Vorgehensweise. Es gibt aber auch Gegebenheiten, da ist es nicht möglich, Cabrio-Verdeckversiegelung zu versprühen bzw. den Lack abzukleben. Das kann den Grund haben, dass wir hier einen historischen Lack haben, wie bei so einem 33er Ford Rheinland. Oder, was hier auch dazu kommt, wir sind hier in einem Showroom, wo das Fahrzeug versiegelt werden muss, weil das Fahrzeug hier eben nicht wegbewegt werden soll. Und dann ist es einfach nicht möglich, hier großartig abzukleben und vor allen Dingen nicht hier großartig rumzusprühen, weil hier neben uns auch noch Autos stehen und das einfach nicht gewollt ist, dass wir jetzt hier großen Aufriss machen. Von daher gibt es auch die Möglichkeit, die Cabrio-Verdeckversiegelung mit einem Applikatorpad zu verarbeiten, und wie man das macht, zeigen wir euch jetzt. Im ersten Schritt müssen wir das grundsätzlich schon gereinigte Verdeck jetzt erstmal entfusseln. Ihr seht, da sind sehr viele Fussel drauf. Na klar gibt es dafür eine Fusselbürste und es gibt auch verschiedene Arten mit Klebevariante und ohne. Wir wollen jetzt einfach mal im Rahmen dessen mal eine Methode zeigen, falls man mal sowas nicht zur Hand hat. Nehmt einfach ein Lackklebeband, zieht euch da so ein bisschen ab. Entweder klebt ihr euch das so in die Hand oder ihr nehmt es einfach so in die Hand. Ups. Und dann könnt ihr auch einfach im Endeffekt wie mit einer Fusselbürste durchtupfen sozusagen die Fusseln entfernen. Wichtig, zieht nicht unbedingt so, weil ihr sonst die Gefahr besteht, dass ihr Kleberückstände auf das Verdeck aufbringt. Und manchmal hat man das Striemen, das stört die Versiegelung jetzt nicht so. Das ist keine Keramikversiegelung, wir können ja auch so einen Stoff nicht entfetten. Das ist generell nicht so wie bei einer Lackversiegelung, dass wir eine wirkliche Anbindung haben, sondern es ist eine mechanisch nicht stabile Versiegelung. Das heißt, sie geht durch Abreiben auch runter. Von daher ist es jetzt hier nicht das Problem, dass wir hier Klebereste haben. Aber man sollte halt nicht so ziehen, weil da hat man manchmal so einen Streifen vom Kleber, müsste man wieder reinigen, kommt wieder zurück. Auch in diesem Video hier nochmal ein Hinweis von mir, den ich immer gebe. Es ist ganz wichtig, dass das Dach komplett tensidfrei ist. Also keinerlei Shampoos, Reiniger oder irgendwelche Tensidreste mehr drin sind, weil das verhindert komplett die Wirkungsweise der Versiegelung. Und wenn euch das passiert, wenn ihr ein Dach versiegelt und es perlt nicht ab, ist das auch der häufigste Grund, dass eben noch Restreiniger drin waren. Von daher immer gut ausspülen. Wenn man es nicht ausspülen kann, wie wir bei diesem Fahrzeug den Fall haben, kann man es auch mit einem Sprühextraktionssauger machen. Ich nehme ein neues Stück Klebeband, mache das ganze Dach und zeige euch, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt hier so einen ganz normalen Coating-Applikator, also hier mit einer Schaumstoffseite, oben mit einer Hart-Schaumstoffseite zum besseren Griff, und kippen hier so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, rein. Ja genau, dann kippt es nämlich über. Deswegen legt euch auch ein Tuch bereit oder macht es über dem Eimer oder so. Und unbedingt Handschuhe natürlich tragen, Flasche aus dem Weg stellen, nicht, dass man sie umtritt. Und dann wird das einfach so aufgestrichen. Das soll auch so schäumen, das ist sehr gut. Dieses Schäumen geht weg. Das ist ja auch so, wenn ihr das dann per Hand verreibt, dass es dann schäumt. Das ist genau richtig, das zieht weg. Das riecht nicht besonders angenehm. Diese Verdeck- oder allgemeine Stoffversiegelung ist auch was, was man wirklich nicht einatmen sollte. Und halt auch eins der wenigen Produkte, die als in der Sprühflasche geliefert werden, die man wirklich nicht einatmen sollte. Also wenn man das normal macht und nicht draußen macht, definitiv mit einer Halbmaske. Von daher ist es auch allein schon aus gesundheitlichen Gründen hier ein bisschen sinnvoller, weil ich es eben nicht die Flüssigkeit einatme, maximal ein bisschen von den Dämpfen. Ansonsten, wer da sicher sein will, eine Halbmaske hat noch nie geschadet. Und ansonsten wirklich gleichmäßig auftragen. Solange ihr seht, dass das feucht ist, könnt ihr da weitermachen. Macht einen Kreuzstrich, weil dann holt ihr von oben, wo es noch sehr nass war, ein bisschen Versiegelung runter und verteilt die nochmal über die gesamte Fläche. Aber ihr seht ja, mit einem Mal kann man hier bestimmt so ein halbes Dach machen. Ihr merkt auch, irgendwann fängt es an zu stocken. Und dann müsst ihr wieder nachlegen. So, ihr habt gesehen, wie die Methode funktioniert. Sie ist sehr einfach, deutlich weniger aufwendig als die Sprühvariante. Funktioniert genauso gut. Der Verbrauch ist auch ein Tick weniger. Von daher kann man auf jeden Fall auch immer so machen, wenn man möchte. Oder man sprüht es einfach, je nachdem. Man hat weniger Vorarbeiten, dafür ist die Verarbeitung beim Sprühen nochmal ein Tick schneller. Generell nochmal was zur Stoff- oder Textil- und Cabrio-Versiegelung. Es ist nicht so, dass der Stoff dann so versiegelt ist, er bleibt atmungsaktiv. Und es ist auch nicht dafür da, um ein
nicht mehr wasserdichtes Dach wieder wasserdicht zu machen, sondern es bildet einfach nochmal eine Schutzschicht an der obersten Fläche, die einfach das Wasser abperlen lässt und somit auch den Schmutz mit runternimmt und deswegen wasser- und schmutzabweisend ist. Wie gesagt, es ist kein Ersatz für die ursprüngliche Beschichtung, die so ein Carbureverdeck im Werk bekommen hat, damit sie wirklich Wasser, damit sie wasserdicht wird. Deswegen kann es auch auf neuen Carbureverdecken sinnvoll angewendet werden und ist einfach ein ergänzender Schutz. Ähnlich wie beim Lackschutz, der hat ja auch einen Klarlack drauf, der die Umwelteinflüsse abhält, aber man kann nochmal was oben auf dem Top machen, um einfach ein schönes Ergebnis zu haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, eure Autolacker.